Hallo, Servus und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Schatzsuche. Wir sind heute auf einem frisch gepflügten Acker unterwegs. Es wird nicht ganz einfach werden. Ich zeige Genehmigung 90E und die zieht sich bis zum Horizont hinter. Es ist ein Riesenbereich entlang des Waldes. Ja, mal schauen, was wir finden. Der erste Fund ist ein Stück landwirtschaftliches Eisen. Der erste etwas bessere Fund ist dieser hier. Ja, es könnte sich um eine Schaftscheide für einen Säbel handeln, Schwert handeln. Das Ganze ist stark angegriffen und ist auch in der obersten Bodenschicht, man sieht es hier, gelegen. Also am nächsten Mal Bodenbearbeitung wieder betroffen. Ich nehme es mal und mal sehen, was die Archäologen sagen. Ist auf alle Fälle mein bester Fund bis jetzt. Super. So, endlich mal wieder was. Wenn es auch nur eine Hülse ist von einer 50 Kal, aber immerhin besser als Kronkorken und Alufolie. Eine Münze gefunden. 5 Rentenpfennig. Ja, und 1920 rum. 1924. Super! Nächster Fund ist ein massives, schweres Hufeisen. Lauter Hufeisen, schon wieder eines, diesmal ein ganzes. Deswegen filme ich es. Aber Bruchstücke habe ich auch schon. Eine Stunde später. Ich habe jetzt aufgehört, mal zum Zeigen. Das hier ist das Ergebnis und ganzen Haufen sonstiger Müll. Mal zum Zeigen, der beste Fund noch ist das hier. Und flupp, wo ist denn eine Münze? Also legen wir mal hier hin. Das ist auch schon mal ganz gut. Landwirtschaftlich haben wir Hufeisen und Hufeisenbruchstücke, irgendein Metalldeckel, irgendwelche Ringe, das ist ein normaler Eisenring. Landwirtschaftliche Stücke, hier dürfte ein Granatsplitter sein, hier dürfte auch ein Granatsplitter sein, wieder ein Teil von einem Messer, irgendein landwirtschaftlicher Rest, auch das auch, landwirtschaftliches Eisen, ja, so von dem hier, viel Aufwand heute, wenig Funde, aber so ist es halt mal, realistisch, man muss nicht immer jedes Mal ein toller Fund dabei sein. Ich wünsche euch trotzdem gut Fund. Macht's gut. Servus. Thank you.